So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid. Und zwar bin ich euer Micha Snake. Und ich bin der Gerudo. Gut. Wir Wir waren sind. stehen geblieben bei der großen Schlacht um den Schalldämpfer, die ja grandios funktioniert hat. Ebenfalls. Und wir haben erfahren, dass wir es durch die mit Laserschranken gesicherte Schleuse müssen. Das ist schön. Probieren wir es doch gleich mal aus. So Stück für Stück und immer wieder Schritt für Schritt. Übrigens spiele ich wieder. Du hast doch die filigraneren Hände. Ja, so ein bisschen. Du kannst laufen. Das allerdings auch. Nee, jetzt vielleicht nicht mehr, aber gleich. So, ich kann mal sagen, war doch eigentlich ganz perfekt. Ne? Richtig. Was ich auch komisch finde, dass man für die Tür zwei braucht, wie die hier braucht man fünf. Ja, das ist natürlich genial. Na gut, es gibt immer so geniale Architekten. Das ist. Oder was große Schneemobil unterwegs? Räumungsfahrzeug. Ja, das große. Wieso? Schöne Gegend, ja? Die Frage ist. Lauf. Aha. Alles an. Da ruft mir jemand an. Eine neue Nummer. Vorsicht, dieser Ort ist voller Claymore. Verwenden Sie Ihren Detektor. Kenn ich nicht. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Deep Throat, Informant beim Watergate-Skandal. Wollte ich gerade sagen, der Typ vom Watergate. Es ist keine Blitzübertragung. Sind Sie in der Nähe? Hört, vor Ihnen lauert ein Panzer und wartet darauf, Sie anzugreifen. Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans. Das ist toll. Wir haben einen Fan. Yay! Den aber, ersten! Aber das mit dem Panzer fand ich jetzt nicht so lustig. Ich auch nicht. Aber ich hatte Claymore nie. Ja, ich kann mal Claymore einsammeln. Übrigens, ich glaube aber nicht, dass die gegen den Panzer viel bringen. Nee, die sind ja auch nur für uns. Dass wir nicht reinlaufen. Übrigens was? Ja, übrigens Claymore einsammeln, einfach auf den Boden legen und drüber robben. Ganz normal machen die Soldaten im Krieg auch. Ich glaube, die Tamasi kann man wegspannen. Ja, ich glaube auch. Mit Granaten gegen den Panzer. Ja, es klingt jetzt komisch, aber du wirst sehen, es wird funktionieren. Dass es wahrscheinlich funktionieren wird. Weil mit Düppel oder einer Pistole würde es wohl nicht funktionieren. Schauen wir mal. Ach, M1. Auf jeden Fall ein schöner M1-Panzer. Das ist David Levy. Der Wahnsinnige. Alter. Gut, dass die Minen wechseln. Oh Gott sei Dank. Sonst wären wir wahrscheinlich voll reingerutscht. Richtig so. Gehörst auf den Boden. Schlangen wie du sollen am Boden kriechen. Los, lass uns kämpfen. Schön. Okay. Finde ich gerecht. Mit Spatzen auf Kanonen schießen. Aua. So. Bring mich Dübel bei dem was? Gibt es nicht jemanden, der uns zu Panzer befreien kann? Oh, wir haben ja, doch, wir haben ja. In der Tasche. Dieser M1-Panzer hat ein Antonik-Zielverfolgungssystem. Nach der Aufschaltung wird das Ziel automatisch verfolgt. Die Hauptkanone hat eine Reichweite von bis zu 3000 Metern. Sie Ach, müssen nur. Das Verfolgungssystem stören. Ja. Verwenden Sie Düppel. Wenn Sie es schaffen und nah genug rankommen, ist die Kanone nicht mehr einsetzbar. Stören Sie aus großer Entfernung, das System zu täuschen. Gut zu wissen. Also, Düppel ausrüsten. Jeffs. Ah, super. Nach Möglichkeiten überleben. Der sieht uns. Ich sehe ihn. Aua. Er fährt uns halt immer am Fuß. Ui.
Gott, er schießt gleich wieder. Brauchst du, glaube ich, bloß einmal R2? Ja, stimmt, ich hab's ja ausgerüstet. Du hast einmal R1, mehr davon. Ging das erst in den späteren Plan? Oder ist von der Einstellungssache? Da kenne ich irgendwo eine Ration oder so rum. Die suche ich gerade, ich glaube, da vorne habe ich eine. Nein, doch nicht. Oh oh. Krieg mal da in den Tunnel rein. Ja, ich sehe gerade oben, was ist da. Links, ja. Da ist so ein Bock. Na, schön. Hi, bin hier. Vielleicht kommt es an anderer Seite. Ah, oh, schlecht. Oh, schlecht. Oh, aber schlecht. Schön, dass die Parade nicht in die Luft fliegt. Warum haben wir eigentlich keine Ration hier? Keine Ahnung. Warte, probiere ich mal mein Glück. Ja, viel Spaß. Werde ich haben. Wir hatten eh so wenig Leben. Mhm. Schauen wir mal, ob die Minen noch alle da sind. Ah, schön. Nein. Kennen wir ja jetzt mittlerweile. Situationstechnisch. Geht da den Bergen vielleicht schon mal danach. Da hinten. Ja, links und rechts. Ja. Ich glaube, da könnten aber auch eine Mine liegen. Ne, da ist nichts. Ja. Alles klar. Dann holen wir uns Glück an. Mit Kästchen müssen die, richtig? Ja. Gut. Das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Da, Ration. Hui! Ah, Mine. Da war dann die Mine. Panzer. Wie ist er denn? Ja, gerade ist zu. Jo. Ja. Oh. Schau auf den Panzer drauf. Ja, fahr mich über den Haufen. Wie noch nicht lustig. Ah, Luft doch. Ja, perfekt. Mal nimm mal eine nach. Blöder Panzer, lass mich doch mal in Ruhe. Da keine Granaten mehr. Ey, eben nur beim Werfen. Aha. Einpacken. Dass der mir jetzt gut loskommt. Das gibt's doch nicht! Hallo? Das gibt's doch nicht, oder? Jetzt halt. Zwei. Die war perfekt. Die war wunderbar. Aha! Ups. Aber wir bräuchten nochmal einen Haupt. Nicht sonderlich. Ja. Aschbald.
Ja, das gar nicht so einfach. Hast du geschafft. Gott sei Dank. Ich glaube, länger hätte ich nicht mehr durchgehalten. Ja, was man in der Zeit nicht alles verlangt. Oh, auf jeden Fall. In neueren Teilen hätten wir einfach Ego-Sicht und... Aber das geht hier ja noch nicht. Ich hoffe, du freust dich. Der hat die Karte. Ja, wenn... Wir haben noch eine Seite mit ihm. Sei klug und unterschätze ihn nicht. Was hältst du von ihm? Er ist genau wie du gesagt hast. Im Kampf scheint er wie besessen zu sein. Ganz dir ähnlich. Das habe ich erwartet. Das war alles ein abgecovertes Spiel. Aber ich werde ihn töten. Ja, General Ivan, er hat dir also die Hand und die Würde genommen. Hüter deine Zunge, Schamanische! In der Sprache der Sioux bedeutet Sioux Schlange. Ein Tier, von dem man weiß, dass man züchten soll. Die Schlange gehört jetzt mir. Beim nächsten Mal werde ich mich um ihn kümmern. Noch nicht. Wir werden uns im Kampf wiedersehen. Gleiche Vorhersage wie immer. Ja. Ja, der Rabe auf meinem Kopf will sein Blut sehen. Okay. Ja, da bin ich immer gespannt. Schauen wir mal, ha? Auf jeden Fall. Da oben eine Karte. Yay. Ja, das muss ich auch können. Einmal die Nase packen, schon geht's mir gut. Ja, cool, ne? Ah, jetzt sind wir, glaube ich, in dem Atomlager, richtig? Oh ja. Da hat doch Merrick vorhin was erzählt. Ja, vor allem schießen würde ich dann wahrscheinlich auch nicht. Ach. Gezielt geht es. Gut, dann probieren wir mal unser Glück. So ist es. Ja, da kommt ein Soldat. Zieht er sich mal an die Füße. Ah, man kann beim Liegen nicht schießen. So eine Scheiße. Ich meine, so ein Mist. Wir sind ein kinderfreundliches Format. Richtig. Vorsicht! Vorsicht! Verwendung von Waffen ist hier absolut ausgeschlossen. Ich habe die Nanomaschine so programmiert, dass das nicht geht, Colonel. Was? Wovon reden Sie? Schon vergessen. Hier sind die Atomsprengköpfe gelagert. Sie ja, und? Ja. Gibt's wieder Schluss, Kibotskin? Aber sind das alle Sprengköpfe? Ja. Entschärfte Sprengköpfe. Die liegen hier einfach rum. Präsident Baker hat recht. Völlig nachlässig. Der Etat ist begrenzt. Für die Medien wird es alles geschönt. Aber so sieht die bittere Wahrheit aus. Natascha weiß doch viel mehr darüber als ich. Aus allen Sprengköpfen in den Kartons wurden die Zünder entfernt, sodass sie nicht explodieren können. Sollten sie jedoch beschädigt werden, kann dabei Plutonium austreten und das wäre ein ernstes Problem. Vorsicht! Die tausend Jahre. Schön. Gut, ich habe hier 1, 2, 3 Laufensoldaten. Ich würde einfach mal sagen, dass wir laufen und uns irgendwo verstecken. Hoffen, da durchzukommen. Richtig. Ja. Da oben kommt auch einer. Ja, deswegen. Ob das was bringt? Ich hoffe es. Es wird zurückgehen. Geht es nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Oh, ich hasse das. Ich kann schon. Nein. Jetzt aber. Geh weg. Dreh dich um. Wusch. Besser ist. Oh, Gott sei Dank. Geh weg, geh weg. Ich bin nur ein Karton. Oh,
Stock 2 haben sie gesagt, richtig? Ja. Puh. Na, unsere erste Begegnung mit dem Karton. So. Hau rein. Was ist denn da hinten? Ich sehe was auf der Karte. Aha. Ah. Hallo. Hm. Das hören sie wieder mit. Oh ja, klar. Achso. Oh. Oh, ist schlecht. Oh, sehr schlecht. Dass der da was lesen kann bei den Verpixeln? Ja, doch, die Pixelaugen, das geht. Ach so, stimmt. Bei Pixelaugen geht das. Gut. Schlecht. Snake, Vorsicht! Der Raum ist mit Gas gefüllt und der Boden ist elektrisch geladen. Sie müssen den Hochspannungsschalter zerstören. Der nordwestlichen Bahn. Aber wie? Ich komme nicht hin. Benutzen Sie eine ferngesteuerte Rakete. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Immer noch. Hatten wir doch. Ach, weil wir vorhin gestorben sind und nicht ins Kutter gegangen sind. Sind Sie in der Nähe? Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans. Gut, das kennen wir ja eigentlich schon. Richtig, kennen wir. Einer Ihrer Fans. Gut, dann heißt es zurücklaufen wahrscheinlich. Ja, oder im ersten B1, vielleicht ist da die Rakete. Dann gehen wir B1. Willkommen in B1. Oh, da ist einer auf der Toilette. Und das schnappen wir uns. Ich kenn deinen, schnappen wir uns. Bitte. Der hat sich umgedreht, da konnte ich nichts für. Ja, weil du ihn angerempelt hast, während der Pinkeln. Nein, hab ich nicht. Hör auf, Finger weg. Mach nichts. Zurück in eure Stellung, gleich pinkeln. Aber diesmal. Oh Gott, bitte. Bitte. Wie weit weg der ist. Ha, ich hab's geschafft! Na Wahnsinn. Immerhin. Aha. Ich hätte jetzt auch ein C4 noch gegeben können. Das wäre auch lustig gegangen. Aha. Das ist Damenglor. Und? So. Und der nächste, der Pinguin geht. Super. Der wartet wahrscheinlich, wo sein Kumpel ist. Der schläft. Der immer. Ah. Bitte, tu das Punkt durch. Ist da noch was Schönes? Aha, Betäubungsmanal. Und der nächste. Den kann ich an den Rücken schießen. Beim Pinkeln erschossen. Zumindest hat er eine andere Toilette verwendet. Ja. Wir sollten doch Meryl anrufen, richtig? Ja, machen wir. Meryl. Deep Throat? Nein, ich kenne keinen, der sich so nennt. Hm? Hilft er Ihnen wohl? Keine Ahnung. Eine Falle? Möglich. Aber momentan muss ich ihn wohl trauen. Nein, dann heißt es erst zu Doc Ock. Doc Ock? Doc Ock. Dr. Octagon. Zu Hell. Zu Hell. Hell, Hell an euch. Wie Roland an euch. Und mit Hell. Boah, der Aufzug. Nee, jetzt braucht er wieder ewig. Ah, zweimal drücken, dann kommt er schneller. Also B2. B2.
So, bevor wir aber jetzt hier Raketen abfeuern und zünden, verabschieden wir uns erstmal für den Part und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten auf jeden Fall wieder. Ich bin euer Gerudo. Ich euer Micha Snake. Bis zum nächsten Mal.